Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, und jetzt fahren wir von Nürnberg in die Förder Innenstadt. Nehme ich euch da mal mit, dass ihr es mal seht, wie einfach man von Nürnberg nach Fürth kommt. Wir fahren jetzt auf jeden Fall den Nürnberger Radweg bis nach Fürth. Also wir halten dann in der Innenstadt. Könnt ihr gern dann euch die Strecke merken und nachfahren. Und wäre cool, wenn ihr in die Kommentare mal reinschaut, hey, ich habe genau dieselbe Strecke gefahren. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich immer über Kommentare. Sagt, ich bin am Anfang mit meinem Kanal, alles noch in Arbeit. Ich habe jetzt ein Intro, was ich immer vor meine Videos mache. Das ist schon mal cooler. Versuche mehr zu sprechen, euch halt überall mitzunehmen. Natürlich darf auf so einer Route und Tour darf natürlich Fahrräder überholen nicht fehlen. Jetzt haben wir schon mal eins, also insgesamt drei, weil ich bin ja hergefahren auch. Aber jetzt ist ja mehr Fokus auf die Strecke, dass ihr halt seht, wie einfach es ist, einfach in die Innenstadt von Fürth nach Nürnberg zu fahren. Sie ist der Nürnberger Wiesengrund. Wenn der nicht so heißt, dann korrigiert mich bitte. Aber ich glaube, das ist schon hier der Wiesengrund oder Stadtpark. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Haben wir viele Möglichkeiten. Man kann hier Basketball spielen, Fußball. Alles ist hier eigentlich möglich. Grillen, glaube ich. Fußballvereine, Schwimmbad. Alles hier. Auf jeden Fall ein schöner Radweg mit sehr vielen Fahrrädern. So, jetzt nehmen wir mal einen kleinen, um euch zu zeigen, wie gut hier man bergauf fahren kann, mit wie viel Power. So, schwupps, waren wir oben. Und jetzt schwupps, machen wir mal hier Alarm, Party, Vollgas. Und nehmen nebenbei wieder einen Fahrradfahrer mit. Den cash mal ein. Den überholen wir jetzt eiskalt. Und schwupps war ich am Fahrradfahrer vorbei. Ja. Und dann schauen wir mal, wie viele Minuten wir dann gebraucht haben. Schreibe ich dann natürlich, dann wenn ich es poste. Heute zeigen, wie einfach das einfach ist, mit dem Fahrrad nach Nürnberg oder nach Fürth zu fahren oder auch weiter. Okay, ich korrigiere.
mit dem E-Bike. Mit dem E-Bike bist du halt wirklich flott unterwegs. Leute, hat der Typ gerade ein Kleid angehört? Also wenn ihr es gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Tschüss, hat der Kleid an. Ah, nicht schlecht. Krasse Scheiße. Um jeden Preis auffallen oder was? Geil. Wie gesagt, ich steigere mich ja von Video zu Video. Ich meine, die Kamera ist endlich perfekt eingestellt. Beste Position. Da könnt ihr die Strecke sehen. Den Tacho. Einfach nur super. Dazu versuche ich euch zu unterhalten. So gut wie es geht. Jetzt gibt man wieder Stoff. Und jetzt geht mal wieder Stoff. So, jetzt sehen wir es sozusagen schon fast in Fürth. Das ist ja wirklich schnell, das geht. Jetzt sind wir gleich am Stadtpark in Fürth. Es geht ganz schnell. Und schon sind wir in Fürth. Ich nehme euch jetzt bis in die Innenstadt mit. Dann werden wir das Video wieder beenden.
dann habe ich schon mal viele Videos, wo ich, also zwei Stück, die ich dann wieder reinstellen werde. Also sind insgesamt drei. Ich denke, wenn ich das online gestellt, sind die anderen zwei auch schon drin. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen im vorigen Video, ich mache ja auch den Kanal, um mal ein paar Leute das Pedelec oder E-Bike näher zu bringen, weil immer sehr viele Leute dagegen sind, so, du fährst ja E-Bike, das macht ja keinen Spaß. Digga, schau meine Videos an, dann weißt du, was Spaß ist. Seid auf jeden Fall immer rasant unterwegs. Ja, natürlich, wenn ein Eco-Modus fährt, dann könnt ihr nichts von der Geschwindigkeit mitbekommen. Ist natürlich klar. Aber wenn der in Turbo- oder EMTB-Modus fährt, Junge, dann geht's ab. Dann geht's ab wie so ein Schnitzel in der Fritteuse. Schaut meine Videos an, dann wisst ihr, was ich meine. Jetzt sind wir bald am Ziel. Auf jeden Fall sind wir schon im Stadtpark in Fürth. Jetzt waren wir vorhin im Stadtpark in Nürnberg. Jetzt sind wir dann in Fürth. Wenn wir dann am Ziel angekommen, beende ich das Video. Aber jetzt haben wir noch eine kleine Fahrt, auch wenn ich mich wiederhole, immer wieder wiederhole. Gerne Abos da lassen, like die Videos, kommentiert die Videos, tut die Glocke aktivieren, dass ihr auch immer mitbekommt, dass ich ein Video neu hochlade. Versuche halt so viele Videos wie möglich zu machen, dass ihr auch mitbekommt, wie geil es einfach ist, mit so einem E-Bike zu fahren. Es macht Spaß. Hoppala. Das war ein bisschen zu viel Hubbel. Aber passiert. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall gleich da. Ich nehme euch dann mit bis zum Ende der Straße. Dann beendet man das Video. Dann bedanke ich mich schon mal jetzt beim Zuschauen. Nochmal Abos, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Und jetzt sage ich mal wieder ciao, euer Geschwindigkeits-Chris. Und schon sind wir in der Stadt am Theaterplatz. Also ciao.